So Leute, da bin ich wieder, der Gusur und heute mal wieder eine Folge Clash Royale. Jetzt habe ich es auf dem Rechner zu laufen mit BlueStacks. Ich hatte Lichtle gefragt und sagte, ah, wie sieht's denn aus? Klappt das gut? Und sagte, ja, müsste eigentlich passen, ist soweit in Ordnung. Und der Angriff ist aber Mist. Also im allerschlimmsten Fall spiele ich halt weiter mit dem Handy und beziehungsweise iPad und nehme dann halt eben fürs Aufnehmen halt, wenn ich jetzt eine Wiederholung oder sowas zeige, halt ganz normal BlueStacks. Von daher sollte das eigentlich laufen. Mal gucken, wir probieren einfach mal einen Angriff und probieren das mal, ob das über den Rechner funktioniert oder ob das total scheiße läuft. Schauen wir mal. So, ja, mein Deck habe ich jetzt nicht wirklich geändert. Achso, ich habe mittlerweile die Hexe. Ah, genau, das wollen wir natürlich sehen. Klar, Änderungen will man natürlich immer sehen. Jetzt haue ich nicht gleich am Anfang die Koboldhütte raus. Die nehme ich jetzt erst, weil ich weiß, er greift auch wirklich von hier an. So, jetzt gucken wir mal. Er hat einen Hog Rider. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man relativ... In meinen Augen sage ich jetzt mal so, dass ich relativ viele Truppen setze, weil der Hock halt genauso wie jetzt wie der Riese zum Beispiel, der kämpft sich natürlich auch einfach nur direkt durch und fertig. Der geht halt nicht so wirklich auf die Truppen des Gegners, sondern der sagt halt, gut, okay, ich habe halt als Ziel hier so einen Turm und der muss jetzt halt weggenascht werden. So, gucken wir mal, dass wir die Valkyrie so ein bisschen anhitten können. Mal gucken. Die Valkyrie, vor allen Dingen die Valkyrie. Die Musketierin. Hexe ging natürlich sehr schnell down. Gucken wir mal hier gleich zweite Koboldhütte. Dann wird das natürlich immer ganz interessant. Wenn man dann wirklich die doppelte Menge an Kobolden hat, läuft das eigentlich ganz gut. Ich will das die ganze Zeit reinzoomen, aber das geht leider nicht. So, zack, komm Valkyrie. Werd bitte abgelenkt ein bisschen von der Musketierin. Jo, passt. Aber momentan sehe ich halt definitiv noch alt aus. Oh, er hat ein Inferno. Dann gehe ich natürlich nicht dahin, klar. Also ich sage mal, dann probiere ich es natürlich auf der anderen Seite. So, jetzt würde ich sagen, eher Riese und dann halt ein Prinz. Ja, ist natürlich jetzt blöd. Aber ich will den Prinz erst bauen. Ach komm, Leute. Leute. Ha, ich wollte schon sagen, geht er mir jetzt down? Das wäre nicht so gut gewesen. Inferno geht gleich down. Passt. Ah, der Riese ist aber auch schon so gut wie tot. Wir sind nicht so toll. Hier gehen wir mal hier hin, weil jetzt auf jeden Fall die rechte Ecke meine, ja, gute Flanke wird, hoffe ich mal. Hexe hier gegen noch, dass der... Ah, jetzt baut er da den Inferno hin. So ein kleiner Sack, aber ich meine, klar, man guckt natürlich schon, wie man es irgendwie am besten macht. Logisch. Hier muss ich noch ein bisschen schützen. Oh, jetzt nochmal Hog Rider. Ja, okay, der Turm ist down. Auf jeden Fall. Aber was ich ja mal sagen muss, ist, es läuft schön, ohne irgendwie zu ruckeln. Also schön flüssig. Also jetzt im BlueStacks kann ich hier nicht meckern. Ah, ich guck mal gerade. Ich sehe gerade, ich könnte den Turm hier noch wegknallen. Das wäre natürlich ziemlich Premium. Aber ich hau mal schon die Pfeile raus. Vielleicht habe ich Glück. Aber selbst dann, das Ding ist hier... Ja, das Ding ist hier leider verloren. Aber so ist es. Aber wir wollen noch was anderes machen. Wie gesagt, hier noch keinerlei Gems investiert. Bitte bewerte. Nein, wollen wir nie. So. Und zwar wollte ich mir das noch wirklich für später lassen. Und zwar hier haben wir die Hexe. Die möchte ich jetzt gerne auf Level 2 bringen. Und die habe ich mir auch in einer Gratistruhe gezogen. Das war ziemlich cool. Jetzt gucken wir mal, wie die das Deck wirklich verändert auf Level 2. Da bin ich mal richtig gespannt. Weil ich dachte mir, oh ja, machst du das jetzt schon? Und dann dachte ich aber auch, naja, eigentlich will man das ja auch sehen. Das ist ja das Interessante, wenn man irgendwie so Truhen öffnet oder halt eben Truppen upgradet. Mal gucken, ich habe mit der Hexe selber noch nie angefangen. Aber ich setze die jetzt hier einfach mal als erstes. Mal gucken, was er mir entgegensetzt. Okay, da haue ich Musketieren auf jeden Fall raus. Und das war hier noch ein bisschen... Ah, er haut ganz schön raus, würde ich sagen. Jetzt, ja, okay, also die Hexe hat... Ey, Alter. Die Hexe hat ganz schön gesplasht auf jeden Fall. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht.
Alter Verwalter, muss ich jetzt echt mal sagen, da bin ich wirklich positiv überrascht. Das ist ja echt mal, also Hexe 1 und 2, richtig nice. Nee, Riese lasse ich noch. Jetzt gucken wir mal, weil es könnte ja halt eben auch sein, dass er von der rechten Flanke angreift. Bin mal richtig gespannt, was er jetzt raussetzt. Also ich hau jetzt einen Riese raus und hau ich die Hexe hinterher? Ja, ich hau die Hexe hinterher. Ja, das läuft gut. Das läuft hier richtig nice. Aber ich meine, der Gegner ist auch Level 5. Also, sobald das hier jetzt nämlich bereit ist, kann ich gleich mit dem Prinz angreifen. Hab ja ordentliche Armee am Start und der Riese. Ja, schade, wenn er verlassen hat. Okay, gut. Habe ich bis jetzt noch relativ selten gehabt, dass verlassen wurde. Und ich eben auch, klar, wenn man jetzt wirklich mal irgendwas hat, wo es dann wirklich wichtig ist, ey, hier, jetzt gehen wir langsam vom iPad weg. Ja, okay, bevor ich Ärger kriege von meiner Frau, dann ist das okay. Dann muss man halt mal ausmachen. Ja, sowas habe ich auch. Aber das, wie gesagt, also Hexe. Peace, man. Gucken wir mal. Das ist cool. Also, dass man halt wirklich Riese hat und dann noch was Gutes hinten ransetzen kann. Bloß, wie gesagt, erstmal warten. Mal gucken, wo er sitzt. Nee, okay. Also, ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit mit vollem Elixier rumrennen. Aber mal schauen, was er jetzt. Ich bin echt gespannt. Okay, er kommt mit dem Päcker ran. Dann hau ich einen Prinz raus und setze die Hexe hinterher. Ich guck mal. Ich bin da echt mal. Boah, das geht noch relativ easy hier. Klar, muss man natürlich gleich wegfeilen. Ja, schade, der Bomber wird mich jetzt hier richtig ordentlich kaputt machen. Ah, ich nehme nicht. Nee, ich würde gerne die Koboldhütte gleich nehmen, aber ich mache erstmal hier den sicheren Splash. Ja, genau. Ich glaube, das ist definitiv besser, weil ich hier jetzt den Ballon nochmal relativ Schaden zufügen konnte. Dass da halt nicht so viel ankam. Nee, erstmal Riese zur Ablenkung. Ist auch jetzt gut gewesen. Genau. Oh, ich will die ganze Zeit ranzoomen. Echt kranker Scheiß. Jetzt überlege ich. Der rennt bestimmt hinterher. So, Kobolde. Der Riese war gerade weg, oder? War der nicht gerade weg? Glitch. So, gucken wir mal hier. Ah, schade, schade. Das wäre es natürlich gewesen. Jetzt wird die garantiert ordentlich auseinandergenommen. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich die Pfeile noch gehabt hätte, aber gut, okay. Hätte, hätte Fahrradkette, ihr kennt das. So, wieder warten. Damit bin ich bis jetzt echt gut gefahren. Mit dem einfach wirklich warten und gucken, was macht der Gegner. Und dann halt einfach die Truppen gegensetzen. Jetzt noch. Ah, scheiße, gerade hätte ich den Riese machen können. Den hätte ich natürlich gerne als Tank wirklich davor gesetzt. Aber das läuft ja auch so ganz nett. Na, okay. Ah, okay. Mir rennt die Zeit. Nicht die Zeit, sondern mir rennt sonst das Alex weg. Das wollen wir natürlich nicht, klar. Jetzt natürlich richtiger Vorteil. Alex geht jetzt schneller. Doppelt so fast. Auf jeden Fall muss eine Musketierin ran, weil sonst habe ich ein Problem mit den Lufteinheiten. Hier noch ein bisschen zur Seite gesetzt. Klar, dass die nicht alles auf einmal hier wegkillen können. Ups. Nee, wieso ups? Das war vorgesehbar. Also hervorsehbar. Naja, wie ihr wisst, was ich meine. Kampf endet in. Nee, 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 nee. Kampf endet noch nicht. Bitte noch nicht. Ja, Bomber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da hätten es andere Truppen auch getan, aber okay. Ja, schade. Das hätte noch ein Three-Crown-Win werden können, aber gut, okay, das passt. Immerhin eine Krone noch. Ja, wie gesagt, da kann ich mich ja wirklich nicht irgendwie. Ja, genau, erstmal schön heulen. Das lenkt natürlich den Gegner auch ganz schön gut ab, teilweise. Dass man dann wirklich. Ja, okay, man will selber was setzen. Die Barbaren sind ganz schön OP. Also wirklich, das ist schon ziemlich krass, finde ich, was die Barbaren teilweise halt bringen. Aber es ist eine komische Mischung. Die Barbaren hier auf, habe ich das richtig gesehen, auf Level 8 und dann aber den Prinz erst auf 1? Okay.
Ah, gut abgewehrt, würde ich sagen, den Hock. Ja, gut abgewehrt auf jeden Fall. Koboldfass wird. Ja, ich dachte nämlich auch schon, Koboldfass wird eventuell bald kommen, ne? Baby Dragon habe ich ja immer noch nicht, aber ja, muss ich auch nicht haben. Also alles cool. Also ich bin mit der Aufstellung so gar nicht unzufrieden. Okay, dafür, dass du den Prinz jetzt halt das zweite Mal schon verwendest, ist, finde ich ein bisschen komisch, dass du den halt wirklich erst auf 1 hast. Aber klar, du wirst dir gesagt haben, gut, okay, andere Sachen sind wichtiger. Wie gesagt, hier so Tesla und sowas ist ja gar nicht so meins. Aber mit der Koboldhütte, aha, die finde ich schon ziemlich spektakulär. Die reißt halt richtig gut was weg, finde ich. Okay, halt auch mal einfach Tesla gebaut. Was der kann, kann ich auch. So, schauen wir mal. Dann gehen wir hier mal ein bisschen schneller hier. Das wollen wir uns ja hier dann so. Da habe ich halt eben auch gemerkt, wenn ich halt wirklich sehe, okay, es greift mich jemand an, dann halt wirklich probieren halt natürlich noch irgendeine Truppe davor zu setzen. Ah, okay, hier Hock wieder mit dem Freeze. Das ist wohl so eine ganz berühmte Taktik. Und wenn ich das aber sehe, zum Beispiel jetzt, okay, der Prinz greift mich an, probiere ich dann natürlich vorher noch eine Truppe davor zu setzen, dass der halt nicht in diesem schnellen Galopp sozusagen angerannt kommt, weil da ja der doppelte Schaden halt ist, dass der doppelte Schaden auf meinen Turm geht. Und dann halt einfach irgendeine Truppe, die total low ist, sag ich mal. Hauptsache der erste Schlag geht wieder weg. Und natürlich dicht dran am Turm, dass der nicht wieder Anlauf holen kann und dann eben dabei ist. Truppen werden gefreezed. Hier kommt jetzt schön. Ah, gleich wieder weggeäxt. Oh, ja, genau. Kronen-K.O. Krass, was die Skelette so bringen, echt. Also man darf das halt wirklich, also ist halt ein guter Mix, ist halt wirklich gut bei dem Spiel, dass man halt wirklich sagt, gut, okay, man darf halt wirklich nicht nur billige Truppen haben, aber wirklich, wenn du ein zu teures Deck hast, ist halt echt Fail. Du sitzt halt da und ja, kannst halt nicht irgendwie handeln, weil deine Truppen halt einfach mal zu teuer sind. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe mal, dass es auch mit der Aufnahme gut geklappt hat. Das war's. Haut rein. Ciao, ciao.